Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Wir machen heute eine Standalone-Card. Eine Karte, die sich alleine hinstellen lässt. Und das ist das gute Stück. Das heißt, sie passt auch in einen Briefumschlag. Und wenn man sie dann auffaltet, hat man wie so ein Bonbon. Und sie steht halt wirklich perfekt. Als Info, das ist wieder eine von meinen Musterkarten, deswegen keine Deko, bitte nicht wundern. Ihr könnt das so dekorieren, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auf einer Seite hier auf dem Fenster dekorieren oder halt auf beiden, weil wir haben ja auf beiden Designpapier drauf. Ihr könnt hier die Seiten bestempeln, ihr könnt sie auch zum Beschriften nutzen, keine Frage. Ihr könnt hier auf diesen Quadraten auch das Designpapier größer machen und das weiße Papier kleiner, dass ihr es noch bestempeln könnt. Lasst eure Kreativität einfach einen freien Lauf. Was ihr für die Karte braucht und wie es funktioniert, zeige ich euch dann jetzt im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Für die Karte brauchen wir ein bisschen Material. Ich habe mir jetzt ein bisschen herausgesucht, vieles sind Reste. Also nicht wundern, wenn es nicht farblich nicht ganz hundertprozentig hinhaut. Ich möchte einfach meine ganzen Papierreste verbrauchen und dementsprechend mache ich das bei den Musterkarten, weil da kommt es nicht unbedingt auf das Papier drauf an. So, wir brauchen einmal für die Grundkarte zwei Stücke Farbkarton in 27 x 9 cm. Wie gesagt, zwei Stück. Dann brauchen wir zwei Stücke in 5,8 x 5,8. Vier Stücke in 4 x 8,5. Und wir brauchen Designpapier, zwei Stücke in 5,3 x 5,3. Und je nachdem, wie ihr das möchtet, halt die Deko, die drauf soll. So, ich mache jetzt gerade ein bisschen Platz und dann fangen wir auch direkt an und ich zeige euch, wie es funktioniert. Zuallererst müssen wir ein bisschen falzen und dann nehmen wir uns die zwei Stücke in 27 mal 9 cm. Ich frage mich, warum ich immer 29 sage. Also 27 cm mal 9 cm. Nehmen wir alle beide. Und die falzen wir jetzt ein bisschen. Und zwar immer in 4,5 cm. Allerdings lassen wir eine aus. Die bei 13,5, die lassen wir erst aus, weil da müssen wir gleich schräg falzen. Also auf 4,5. Dann auf 9 cm. Auf 18 cm. Und auf 22,5 cm. Das gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten auch. Also wieder auf 4,5. Auf 9. Auf 18 und auf 22,5. Dann kann das Falzbrett einmal ganz kurz beiseite. Das brauchen wir aber gleich noch mal wieder. Dann nehmen wir uns jetzt ein Lineal und zeichnen uns oben und unten auf beiden Stücken 13,5 cm an. Das wäre das Stück gewesen, wo wir eben die Falz hatten. Da müssen wir uns jetzt die 13,5 markieren. Außerdem ist das auch direkt die Mitte der Karte, ne? So, einmal.
So, dann legen wir eins beiseite. Dann kommt unser Falzbrett wieder. Und jetzt müssen wir nochmal falzen. Von den Markierungen bis zur ersten Falz, also bis zur äußersten Falz, schräg runter, sowie auch zur anderen Seite. Und das gleiche machen wir von unten nach schräg oben auf beiden Seiten. Ganz wichtig, dass ihr das bis zur letzten Falz macht, damit wir den Effekt dann auch haben. Einmal. Das heißt einfach, es entsteht innen drin dann ein schräges Quadrat. Zweimal. Das muss ich einmal so rum. Das macht ihr dann auch wieder mit beiden Farbkartons. Das heißt, so müsste das dann gefalzt aussehen. Bei dem zweiten mache ich es jetzt mal gerade im Schnelldurchlauf. Dann müssen wir jetzt nachfalzen. Und zwar die äußeren klappen wir nach innen, die Falzlinien. Die hier auch nach innen. Und die Querfalzen nach unten, also nach außen, also nach unten hin. Ich hoffe, war verständlich. Aber ich zeige es euch ja sowieso. Also das einmal nach oben. Gucken, dass ihr da auch dann gerade falzt. Die zweite auch nach oben. Ich muss gleich erstmal gucken, ob es jetzt wirklich nach oben ist. Das sehen wir aber gleich beim Zusammenbau. Ansonsten falzen wir es einfach nochmal andersrum nach. Das ist nicht das Problem. Und die, weil wir die jetzt noch so gefalzt haben, müssen wir die dann jetzt nach unten. Das ist ein bisschen frickelig. Am besten könnt ihr euch das einfach ein ganz klein bisschen... Ach, die können wir auch so sogar falzen. Einfach so komplett. Wie gesagt, wenn es gleich... Wenn der Zusammenbau ein bisschen scheitert, dann kann man das immer noch korrigieren, indem man es andersrum nachfalzt. Also das ist gar kein Problem. Ich baue die Karte ja auch das erste Mal mit euch. Deswegen schimpft nicht mit mir, aber das sieht gut aus. So sollte das dann nachher auch zusammenpassen. Das heißt, wenn ihr das dann von hinten habt und ihr seht, es passt nicht ganz, dass es doch ein bisschen schräg ist, könnt ihr das hier noch ein bisschen korrigieren. Und falzt das noch einmal komplett nach. So. So sollte das dann aussehen. Und das macht ihr jetzt mit der zweiten wieder genauso. Also einmal nach oben. Noch einmal nach oben. Also die beiden geraden Falzlinien. Und die schrägen, da drehe ich das jetzt einmal um. Und falze es dann dementsprechend nach hinten.
So, und auch da legt es sich dann schon passend. Das heißt, ihr habt hier dann auch so, wie das sein soll. Dann haben wir unsere Streifen, die vier Stücke in 4 x 8,5 kommen auf jedem Teil hier auf die äußeren drauf. Die könnt ihr vorher auch noch bestempeln. Also wenn ihr sie bestempeln wollt, macht es vorher, ist am besten. Die zwei Stücke in 8,5 x 8,5 kommen jeweils hier oben drauf als Mattung. Und dann die beiden Stücke Designpapier kommen dann da oben auf das Weiße. Das können wir jetzt erstmal kleben. Ich mache eine mit euch zusammen und die zweite dann wieder im Schnelldurchlauf. Dafür falte ich mir das einmal auseinander wieder. Dann geht das leichter. Hier außen. Achtet da ein bisschen auf den Abstand zum Rand, dass das ein bisschen einheitlich ist. Dann das zweite auf die andere Seite. Dann haben wir hier den einen weißen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch einen von den 5,8 x 5,8, also die 5,8 x 5,8 in weiß machen, in Designpapier machen und die 5,3 x 5,3 in weiß. Dann könntet ihr sie zum Beispiel auch noch bestempeln nach Wunsch. Ich mache es jetzt aber so rum, weil ich ein schönes Designpapier habe, was halt nicht wirklich noch viel Deko braucht. Ja, und dann kommt da bei mir jetzt das Designpapier in 5,3 x 5,3 drauf. Oh, ich hoffe, ihr hört meine Waschmaschine nicht zu dolle. So, jetzt muss ich mal gucken, wie rum ich das am besten haben möchte. Da könnt ihr am, wenn ihr Designpapier nehmt, achtet vielleicht darauf, dass ihr nichts habt, was richtungsgebunden ist. Weil bei mir ist es jetzt halt wirklich so, dass die Schrift schräg ist. Aber das ist nicht schlimm. So, das war der erste. Also so sollte jeder dann aussehen. Und das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf mit dem zweiten auch nochmal. Das so fertig und jetzt müssen wir die beiden Teile noch aneinander bringen. Das heißt, wir müssen sie aneinander kleben, so dass man dann die so zusammenpacken kann. Dafür macht ihr nur am Rand Kleber drauf. Ihr könnt auch ruhig hier in der Innenseite den Kleber mitmachen. Das ist gar kein Problem. Dann hält es vielleicht sogar noch ein ganz kleines Stückchen besser, als wenn wir nur auf drei Seiten machen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich es auch richtig rum habe.
so rum drauf. Ich mache es nur auf einer Seite Kleber drauf und dann setze ich erst das Stückchen hier bündig drauf. Und dann machen wir gleich die andere Seite. Wenn ihr da Flüssigkleber nehmt, könnt ihr auch noch ein bisschen hin und her schieben. Das ist immer ganz gut. So, dann darf das einmal ein bisschen angedrückt werden. Dann klappe ich mir das einmal hoch. Und mache hier wieder ein bisschen Kleber drauf. Und klebe das dann auch wieder bündig an. Das dann so zusammennehmen. Könnt ihr am besten einmal machen, bevor es ganz getrocknet ist, das zusammenkleben. Weil dann sind wir auch sicher, dass das wirklich haargenau passt und sie sich auch für einen Umschlag zusammenfalten lässt. Dann macht ihr Deko noch nach Wunsch. Könnt ihr hier vorne noch einen Schriftzug machen und noch irgendwas draufbringen. Und dann habt ihr die schöne Standalone-Karte fertig. Ich finde die Art eigentlich ganz cool, weil die kann man sich wirklich auch hinstellen, so wie man das möchte. Sie steht dann wirklich auch so davor und das sieht irgendwie aus wie so ein kleines Bonbon. Wie so ein Bonbon in Bonbonpapier. Und das finde ich einfach cool. Also ist eine schöne Variante, so ein Geschenk zu machen, dass der Beschenkte sich das dann auch noch hinstellen kann als Erinnerung. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln und würde einfach sagen, einen schönen kreativen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.